Hallo und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ausgestiegen an Tag 5. Ich muss euch dazu noch sagen, ich bin ja gar nicht richtig ausgestiegen. Ich habe nur für euch einen Cut gemacht, damit die Folge nicht länger als ungefähr eine halbe Stunde ist. Plus minus ein bisschen. Weil irgendwo sollte vielleicht mal so ein erkennbarer Schnitt drin sein, zu heftig wird. So, unser Gast hat eben einen Affen abgemetzelt. Und wir versuchen mal ein Steak aus ihm zu machen. Arbeiten, Koch. Koch. Koch ist unser Farmer, das ist gut. Erntet der eigentlich selber? Okay, wenig Nahrung. Du hast nur noch Nahrungsmittel für 11 Tage. Schauen wir mal. Geht da? Ja! Muy bueno! Keine Funkausrüstung. Baue eine Kommunikationskonsole. Uiuiui, ist das ein Brocken. Ja, dafür werden wir uns erstmal einen neuen Unterschlupf bauen müssen, denke ich mal. Was ich jetzt gerne wüsste, wie warm ist es denn hier drin jetzt inzwischen? Oder kalt? Ich habe das Ding hier zwar auf minus 5 Grad gestellt, Leistung benötigt 200 Watt, aktueller Stromverbrauch hoch. Erzeugte Leistung... Ich würde mal sagen, wir erweitern jetzt einfach mal dieses Gebäude hier um ein bisschen. Strukturen, Holzwand. Damit wir mal einen Aufenthaltsraum kriegen und einen Ort, an dem wir die Funkanlage unterstellen können. Holzboden packen wir auch mit rein. Den Affen verscheuchen wir hoffentlich gleich. Können wir eigentlich... Ja, können wir. Bauen wir den hier oder hier? Bauen wir hier hin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Scheint ja ganz gut zu funktionieren. So. Platte, Aufgabe hinzufügen. Einfache Mahlzeit. Ah, ihr müsst jetzt nicht bis spät in die Nacht arbeiten, Leute. Das ist mal so ein Projekt, das auch mal 2 Tage dauern kann. Ah, schön, schön, schön. Was sind wir denn? Einfach mal so beigetreten?
Stahlklinge, okay. Gut. Machen das Bett erstmal zu einem generellen Bett. Wir erweitern ja gerade. Dann können wir hier noch ein paar neue Betten aufstellen. Wir haben noch jetzt Affenfell. Dann könnten wir doch... Möbel, Möbel, Möbel. Menschenhautbett. Nehmen wir doch lieber eins aus Affenfell. Für unseren kleinen, kuscheligen Warg. Ein Bettchen bauen. Ja, und dann haben wir einen neuen Kolonisten. Gepanzerte Weste, einfache Mahlzeit. Antialkoholiker, das kann ich durchaus befürworten. Obwohl, so ein Glas an Silvester. Das eine Glas im Jahr gönne ich mir. Verweigert nichts. Mittelalterlicher Sklave. Raumschiff. Nicht Klempner. Raumschiff. Hausmeister. Medizin kochen. Konstruktion. Bergbau. Handwerk. Okay. Sehr niedrige Erwartungen. Ja, die werden wir im vollen Umfang umfüllen. Erfüllen natürlich. Arbeit. Im Zweifelsfall könnt ihr alle Schalter umlegen. Koch, Jäger. Irgendwas, wo wir niemanden eingestellt haben. Nein, würde ich so jetzt nicht sagen. Was haben wir denn hier? Ah, genau, Wasserschweine. Haha, das habe ich mir gemerkt. Aber warte mal, trotzdem, die sieht auch irgendwie... Körper, weiblich, Mensch. Bilde ich mir das ein oder sieht die eigentlich eher aus wie so ein Grey Alien? Charakter, durchschnittlicher Mensch, Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist eine Information, die wir dringend brauchen. Fleischmenge, die man erhält, wenn man diese Kreatur schlachtet. Weigert nichts. Zusammenoption. Oh, in etwa einem Tag. Das dauert jetzt aber schon ein bisschen länger als einen Tag, würde ich jetzt mal so spontan sagen. So. Funkanlage 120. Oh, nein, eine künstliche Sonne brauchen wir nicht, aber was ich gerne möchte, ist hier noch... Okay. Schön mitten im Raum eine Lampe anzubringen. Was gibt's hier? Gold! Ah, das wird wohl die Auslastung sein. Okay, okay.
Chemiker. Ludite. Ausgerüstet Molotow-Cocktail. Hey, hey, hey. Vorsichtig mit dem Dingen. Okay, die hatte ich ganz vergessen. Oder besser gesagt übersehen. Aussehen. Alte Gebiete, Kleidung. So, und jetzt ist mir doch glatt entfallen, was ich eigentlich wollte. Ach, genau, ich wollte mal nachgucken. Metalles Funkfeuer. Stahlhufeisenwerfen, Stahlschachtisch, Stahlbillardtisch. Klong. Ach, würdet ihr bitte nicht durch unsere Farm trampeln? Wir wüssten das sehr zu schätzen. Und Vorsicht mit dem Molotow. Sonst bin ich unvorsichtig mit dem Überlebensgewehr. Rechte Maustaste wäre es, glaube ich, gewesen. Lass den Stahl mal liegen. Trägt Stahl. Wo haben wir sie? Gerade eben hatte ich sie doch noch. Da. Priorität. Frage Überlebensration. Es nervt nämlich langsam, dass die da hinten vor sich hin verrotten. Ja, wir haben keine Gästebetten. Wir haben nicht mit Besuch gerechnet. Ah, okay. Na gut, dann können wir das genauso gut abbrechen, weil mit 5 Affenfell werden wir dieses Ding dann ja nicht fertig bekommen. Okay, bye.
Wenn ihr das nächste Mal kommt, bringt was Nettes mit. Rufe interstellarer Waffenhändler. Was hat er denn? Splittergranate, Schrotflinte, Überlebensgewehr. Ja, eine Minigun ist übel. Streitkolben, Medizin, Artilleriegeschoss. Okay, wir könnten damit Silber bezahlen. Kevlarhelm. Goldspeer. Ach, der hat nur einen. Okay. Übel, übel, Splittergranate, übel, schlecht, schäbig. Ja, wenn, dann kaufen wir eine Qualitätsschrotflinte. Aha. Okay. Abbruch. Steindecke, dünn komprimierter Stahl. Tja, ich würde sagen, es wird vielleicht an der Zeit, dass wir hier irgendwo einen sicheren Lagerraum einbauen. Und warum nicht einfach hier? Ja, ziemlich Dwarf Fortress-ish, aber was soll's. Du wirst jetzt mit Priorität okay, essen darfst du. Ich finde das ja voll knorke, dass ihr euch miteinander unterhaltet, aber ganz ehrlich, es hat einen gewissen Wichtigkeitsfaktor, dass wir diese Nahrungsmittel irgendwo unterbringen. Kontrollieren wir es. Okay, das ist ein Affe, den brauchen wir erstmal nirgendwo unterzubringen. Aber es wäre schon irgendwo wichtig, dass wir diese Sachen in Sicherheit bringen. Sind die jetzt alle eingesammelt? Ich hoffe mal.
krasse Sache das. Ja, wir sind auf Golderz gestoßen, das hatte ich auch schon gesehen. Es scheint noch nicht zu regnen in der Hinsicht. Der Blitzsturm ist vorbei, das ist schön. Können Feuer verursacht werden, okay. Streberin. Überlebensration 13. Aber das waren jetzt alle, ja? Ja, auf jeden Fall ist kuschelig warm. Die Tiere kümmern sich auch nicht weiter drum, die schlafen das gemütlich aus. Naja, vielleicht wäre es ein wenig zu priorisieren, zu verhindern, dass hier alles abfackelt. Ich bin jetzt nicht so zwangsweise der Umweltschützer, ne? Aber wenn dieses Feuer jetzt hier noch weiter näher kommt, dann könnte das irgendwie so... Ah, okay. Es wird offensichtlich erst bekämpft, wenn es ins Heimatgebiet eindringt. Okay. Ah ja. Ich würde aber gerne das auch noch als Heimatgebiet definieren, so wie das hier.
Okay, ich wollte schon fragen. Es wäre ja sonst etwas heftig. Kritischer Alarm Feuer. Ja, aber ich denke mal, das dürfte sich jetzt alles von alleine lösen. Neues Gebiet wurde entdeckt. Ah ja. Gut, Stahl haben wir also reichlich. So, schon wieder eine halbe Stunde rum. Erstaunlich. Aber die Kolonie wächst und wächst. Ich möchte mal... Ja, arbeiten wir dran. Wenig Nahrung, ja, aber demnächst 71%. Was ein Affe. Was haben wir denn noch? Alpakas, die möchte ich lieber zähmen. Wir hatten doch hier irgendwo Wildschweine. Ja. Okay, mein Fehler. Wir haben jetzt natürlich jemanden, der ein Messer trägt, zum Jagen losgeschickt. Die hat auch ein Messer, soweit ich weiß. Ja. Der hätte das Gewehr gehabt. Sofort gehst du jagen. Und dann brauchen wir natürlich ein Krankenbett. Okay, es ist wie in Dwarf Fortress. Mitdenken ist nicht angesagt. Oh, ein Marienkäfer hat sich hier rein verirrt. Naja, gut. Ich hoffe mal, dass der Kleine nicht versucht, sich irgendwo zu verstecken. Nein, wird nicht verboten. Der wird auch nicht verboten. Aufgaben... 2x, 3x. Behandlung benötigt. Ja, sicher, wir sind doch schon dabei.
schon Charakter, Körper. Bewegen reduziert, na gut. Schieferklinge. Ach, das ist Baumwolle. Okay. Reispflanzen sind fast fertig. Kartoffeln. Erdbeeren. Gut, zu diesem Kampf nehme ich euch jetzt noch eben mit. Und dann fangen? Ich habe noch gar kein Gefängnis eingerichtet, Leute. So. Plündern, ausziehen. Das gehört jetzt auch uns. Und dann, Leute, Waffen wegstecken. Ja, das hat sich erledigt. Schnittklinge, okay. Gut. Wir haben immer noch die Sonneneruption. Der Blitzsturm ist gerade vorbei und das Feuer konnten wir vor unserem Lager stoppen. Den Piraten haben wir platt gemacht, das ist auch gut so. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Spiel macht einen Höllenspaß und es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich sage dasselbe wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter, kostet beides nichts. Und in jedem Fall, wenn ihr mir was sagen wollt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas anderes ist, schreibt einen Kommentar, ich lese die, ich antworte auch darauf. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.